Ihr hasst Farben. Das einzige Licht, das ihr kennt, ist euer Monitor bei Nacht. Dann probiert noch heute die 6. Review. Namens Closure. Soll das lassen. Das Game habe ich zusammen mit The Swapper in einem Humble-Bundle aufgegriffen, welcher anscheinend irgendwas mit Indie-Puzzle-Games zu tun hat. Denn genau das ist Closure. Ein Puzzle-Game. Und genauso wie Swapper hat es eine einzigartige Mechanik, die euch quer durchs Spiel zu ziehen versuchen wird. Was ich nicht sehe, ist auch nicht da, heißt wahrscheinlich das Prinzip des Games, denn solange ein Teil der Map nicht beleuchtet wird, existiert dieser auch nicht. Beleuchten wir den Boden, können wir über diesen laufen. Verschwindet unsere Lichtquelle, so verschwinden auch wir. Prinzipiell müssen wir in den ca. 80 Leveln des Games einfach nur immer die Tür am Ende des Levels erreichen und uns nebenbei mit der Puzzle-Mechanik rumschlagen. Wir können entweder Kugeln mit uns rumtragen, die einen kleinen, festen Radius an Licht erzeugen, oder Scheinwerfer einstellen, damit sie feste Punkte auf der Karte beleuchten. Das Game wird aber wirklich einen Großteil eurer Hirnzellen in Anspruch nehmen, weil ihr viele Gewohnheiten loswerden müsst, die ihr von anderen Games auswendig gelernt habt. Eine riesige Wand ist vor euch und ihr könnt nicht vorbei. Ach was, ihr seht ja nicht unbedingt die ganze Wand. Stück für Stück kommen neue Mechaniken zum Game dazu, wie zum Beispiel Schlüssel, die ihr zum Ziel tragen müsst, oder Areale, in denen ihr nichts ablegen könnt. Den Kern des Spiels habe ich aber damit tatsächlich schon erklärt. Es gibt ein großes Gimmick und ihr müsst versuchen, damit über 80 Level zu bestreiten. Da das ganze Spektakel in ziemlich starken Schwarz-Weiß-Kontrasten gehalten wird und der Artset ziemlich harte Outlines hat, erinnert der Soundtrack auch eher an eine eher unwohle Horroratmosphäre als irgendwas anderes. Die Musik ist nicht wirklich schlecht, nur auf Dauer sehr anstrengend, weswegen ich circa ab der Hälfte der Aufnahme auf Rukunetsu umgeschalten habe. Danke dabei an Tadi, der mir das überhaupt erst gezeigt hat. Während ich sagen würde, dass es ein interessantes Game ist, packt es mich nicht genug, um es durchspielen zu wollen. Das Swapper, was auch ein Puzzle-Game ist, hat mich da eher in den Bann gezogen, weil viel mit dem einen Gimmick experimentiert wurde und ich immer wieder mal so ein "Oh, das wusste ich gar nicht, dass das geht" Moment hatte, während ich bei Closure eine Sache beigebracht bekommen habe und sie dann für 20 Level nicht gesehen habe und mich dachte, okay, wo ist das Ende, wann habe ich das erste Chapter fertig? Es ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und ich finde das Gimmick cool, jedoch hätte ich es mir persönlich nicht für die 10 Euro geholt, sondern beispielsweise auf einen Humble Bundle Sale gewartet.